Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Darksiders 1. Wir sind das letzte Mal hier in diesen Dungeon geschlittert, sage ich jetzt einfach mal. Und haben auch schon die Quälerin entdeckt, die wohl unser Endboss hier in diesem Dungeon werden wird. Und haben hier eine interessante, kleine, handliche Wumme in der Hand. Mit der wir auch schlagen können. Und fallen lassen können. Ah, so. Ich habe ganz vergessen, wie man schießt damit. Jetzt laufen wir mal. Ich habe, also wie gesagt, ein neuer Dungeon. Ich habe noch keine Ahnung, was uns erwarten wird. Ich weiß bloß, dass die Wumme langsam zum Ziel ist. Man sieht's. Es ist echt mies. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sie so oft nutze. Hier liegt natürlich wieder Ketchup-Soße. Hat wohl wieder jemand Spaghetti gegessen ohne Schlabberlatz. Lecker, lecker. So, hier ist ein Türmchen umgefallen, so wie das aussieht. Ein bisschen erinnert mich den Dungeon an den letzten Dungeon. Ich meine, da war auch so ein Raum in der Mitte so. Und hier ist so ein Podest, irgendwie sowas. Oh. Doch keinen Spaghetti gegessen, sondern Kentucky Fried Chicken mit einer roten Soße. Immer diese Penner auf der Straße. Such deinen Job. So, schauen wir uns mal um. Hier können wir rein. Los, ohne Wumme. Schauen wir mal, was... Ah, hier hat's Leben. Das kann ich gut gebrauchen. Ansonsten hat's hier nichts. Keine böse Überraschung. Ah, ich muss erst wieder in die Steuerung reinkommen. Klopfen wir mal an. Okay, ich hasse solche Kletterpassagen. Ist das, nee. Da hat's ja mittlerweile auch so Minen und da habe ich ein bisschen Respekt vor. Überleg mal jetzt, hier wäre eine Mine, dann würde man schön darunter fallen. Das wäre nicht so gut, ne? So, heute bin ich etwas mies gelaunt, weil ich habe ja Nachtschicht gehabt. Also das ist jetzt nicht gerade das, warum ich mies gelaunt bin. Ich hatte Nachtschicht, habe mein Handy über eben während dem Pen geladen. Bin dann aufgestanden, hab's Handy halt vom Ladegerät abgenommen und was muss ich feststellen? Es geht ganze Zeit an, aus, an, aus. Also nicht an, aus, sondern halt immer Entsperrung und Nicht-Entsperrung. Und ja, dann habe ich Handy halt natürlich ausgemacht. Dann kam ganz Zeit Laden. Obwohl ich gar kein, oh. Ach, hier waren wir doch schon mal. Verdammt. Hass es, wenn man in den Checkpoints zurückgeworfen wird. Auf jeden Fall wird's dann, weil es dann so, dass es dann ganz Zeit auf Laden angezeigt hat, obwohl ich gar kein Ladegerät angeschlossen hatte. Hab dann den Akku rausgenommen, wieder reingemacht, wie dasselbe. Ja, und ich kann es auch nicht mehr starten. Das ist jetzt echt mies so und jetzt muss ich mal ein neues suchen oder überlegen, weil das Problem ist, das, was ich haben will, das gibt es noch nicht. Beziehungsweise es gibt es schon, aber noch nicht zu kaufen. Es kommt erst dieses im zweiten Quartal raus. Nämlich das Nokia Lumia 720 will ich mir holen. Das habe ich, hätte ich gern. Und das gibt es eben noch nicht. Ich muss mal überlegen, ob ich meins repariere. Ich habe eine Anleitung gefunden, wie man es repariert. Traue mich aber ehrlich gesagt nicht ganz so dran. Oder ob ich mir jetzt einfach mal so eins für 80 Euro hole. So übergangsweise, bis das Lumia rauskommt. Muss ich mal überlegen. So, jetzt, wie war das letztes Mal? Wir springen mal hier runter. So. Hier hat es wieder lecker Seelachsfilet. Achso, stimmt ja. Die waren ja so. Lecker. Nom, 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 nom. So. Au, oh, verdammt. Ich könnte zwar metzeln, aber dann würde ich ja Energie aufgeben. Das muss ja nicht sein, wenn man schon gratis Energie bekommt, auch wenn es nicht viel ist.
So, wir hatten jetzt die Bombe. Die... hier, so kommt man... tun wir mal hier hinwerfen. So, und da haben wir aber kein Feuer in der Nähe. Würde ich jetzt mal behaupten. Hm? Was konnte man da treffen? Irgendwie ja nichts. So. Da unten hat es auch eine Bombe. Ach, das ist die, wo ich geworfen habe. So, wie kam er jetzt auf die Seite wieder? Da war man nämlich schon mal. Ich hab's bloß verdummt beutelt. Ich glaub, tauchen mussten wir. Wie konnte man nochmal tauchen? Ach so. Ja, kommt mal her. Seelachsfilet steht auf dem Speiseplan. Ah. Aber anscheinend braucht unser lieber Krieg keinen Sauerstoff. Was mir auch gefällt, finde ich, weil muss man sich nicht so sehr mit befassen. Ich glaube, hier lang war's. Dann sind wir nämlich ungefähr wieder da, wo wir waren und haben aber die halbe Folge damit verbracht. Tut mir sehr leid. Habe ich ein bisschen, ja, verschwitzt, dass wir hier schon mal waren. Ich sollte mir angewöhnen, dass ich vor einer Session nochmal die alten Folgen anschaue. Schaden kann es ja nicht. Ja. Tut mir leid. Egal. Dann mache ich vielleicht ein bisschen länger die Folge. Als geplant. Weil ich will ja... Ach. Wir haben Feuer. Und es speichert. Ich muss jetzt das Feuer darüber bringen, würde ich jetzt mal vermuten. Also... Moment, scheiße. So. So. Genau, so. Muss ich es noch irgendwo hinbringen? Noch weiter? Ne, ich glaube, das reicht. Also kann ich wieder runter. So, die Bombe hängt noch. So. Da hinten hat es Feuer. Brauche ich Feuer. Dann versuchen wir das mal. So. Ach. Hallo, meine Freunde. Okay, die wollen nicht. So. Da ist er. Rüber. Und. Na, na. Na. Dann eben so. Hä? Bada! Oh! Selber ausgenockt. Kann ich die auch treffen? Und dann werden die schon mal weg. Nee, sind zu weit weg. Ah, ist das ärgerlich. Da muss ich hin. Habe ich noch irgendwo ein bisschen Gas übrig? Und wir gehen mal ein bisschen weiter vor. Ah, verdammt. Steuerung! So. So müsste es funktionieren. Sehr gut. So, und jetzt? Wieso kann ich die Bombe nicht treffen? So, jetzt. Irgendwie stimmt was nicht. Dann kann ich aber das hier nicht mehr auswählen. Ja gut, muss ja sowieso irgendwie erstmal da hoch. So, wie machen wir das jetzt? Du
Wie machen wir das? Erstmal gehen wir mal ein bisschen hier hin. Und tauchen ab. Mal sehen, ob wir hier was finden. Das ist nur eine Wand. Ah, was ist das hier? Ein Zahnrad oder ähnliches. Hier ist verschlossen. Hier ist alles zu. Ah, wieder eine schöne Musik im Hintergrund. So. Kann ich hier eigentlich auch? Ne, hier kann ich nicht das Shuriken benutzen. So. Wo kommen wir hier raus? War das, das Dingsbums, wo wir den Hebel umgelegt haben, oder ist das was anderes? Ich glaube, das ist das, wo wir den Hebel umgelegt haben. Ich habe ein bisschen schlechte Orientierung. Gerade. So. Ja, das ist der Hebel. Vielleicht kommen wir... Ah, seht ihr? Na gut, man kann schlagen. Dann sollte das ja kein Problem sein hier oben. Kriegen wir zwar nicht die Energie, aber wir werden es schon irgendwie hinbekommen, ohne die Energie. So. Ja, geh runter, geh runter. So, dankeschön. So, oh, Sliding. So, eins, zwei. Rätsel gelöst. Oh, was war das? Ich krieg dezent Angst. Dezent Angst. Oh, ich habe was knurren gehört. Oh, verdammt. Okay, da kommen wir nicht weiter. Gehen wir mal da lang. Ah, nur ein abgerissenes Kabel. Oh, das riecht stark nach Tod. Ach, Hallöchen. Oh, der hat's drauf. Oder doch nicht? Nö, irgendwie ja nicht. Oh! Das macht's dezent schwieriger. Wo ist er denn? Irgendwie habe ich das Gefühl... Ach nee. Ich habe schon gedacht, dass jetzt immer das Doppelte kommt. Immer und immer wieder. Aber dem war wohl nicht so. Umso besser. Hm? Kein Begrüßungskomitee? Das wundert mich aber. Ah, da ist es ja schon. Warum nicht die Sense nutzen, wenn wir sie haben? Oh. Ich habe da dezent Energieprobleme. Und es kommen immer mehr. Erstmal gegen die Kleinen.
Die sind nämlich sehr nervig. So, mein Freund, jetzt bist du dran. Ah, da sind noch mehr! Na, dann muss ich mir mal die harten Geschütze auffahren. Na, jetzt sagt er nichts mehr, hä? Oh, verdammt! Schwein! Haben wir Lebensessenz? Kann das sein? Haben wir Lebensessenz? Haben wir. Bitte haben wir. Nein, wir haben... Wir haben nur leere Gefäße. Verdammt. Ich werde sowas von sterben. Ach, verdammt. Verdammt. ich speichere. alter Spielstand, irgendeinen alten Spielstand, das ist der älteste. Ach du Scheiße. Durchaus schwer das Spiel. Ich habe zwar gesagt, wir machen eine bisschen längere Folge, aber es bietet sich gerade so schön an, hier einen Cut zu machen. Daher sehen wir uns morgen wieder, übermorgen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.